Leute. Aber die Kinderqualität nehmen wir nach vorne holen. Also tut mir leid, ich komme wirklich nicht weiter. Ist geil, Silvia, ist geil. Also ich bitte euch jetzt darum, wirklich mucksmäuschen still zu sein. Oh, nee. Brille auf. Ja. Meine? Ihr Lieben, also ich möchte auch erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Zuerst mal an die Eltern, die das mega geil unterstützt haben. Es war einfach super toll, mit euch zusammenzuarbeiten. Ein riesen Dankeschön von unserer Seite hier. Es hat echt Spaß gemacht mit euch. Ja, bei uns war auch die Grippefälle, ne? Kann man wieder am Weinen? Ich habe noch gar nicht angefangen. Es läuft einfach. Ja, ich weiß ja, dass ihr es euch gewünscht habt damals zum Anfang mit dem Lied. Und jetzt wisst ihr auch, was kommt. Jede schöne Zeit geht mal zu Ende. Heute ist es leider soweit. Und ich habe natürlich auch für euch was vorbereitet. Dann sage ich jetzt zur Musik ab, bitte. Okay. Komm ich nicht durch. Jetzt kommt ein langsamer Song. Nehmt euch ein letztes Mal in den Arm und schunkelt einfach ein bisschen mit. Erkennt ihr die Melodie? Hiermit fing für euch drei alles an. Wir blicken zurück auf eure Proklamation im November, die ein voller Erfolg war. Sänger und Tanzgruppen gaben ihr Bestes. Viele Menschen waren gekommen, um mit euch zu feiern, um mit Geschenken zu gratulieren. Zum Ende habt ihr mit dieser Melodie Danke gesagt. An alle helfenden Hände und Gäste. Dankeschön. Und jetzt müsst ihr mitmachen. Singen, Timo, du. Malet Jodo und goodbye. Ihr wart Jodo. Timo übernimmt du. Singen, singen. Wie schnell ist die Zeit vergangen? In euren Sommer-Outfit-Shirts wurden einige Sommerfeste besucht. Bei unserem Sommerfest habt ihr fleißig Kratzers und Popcorn verkauft. Das Dosenwerfen war der Renner. Ab Januar hieß es viele Auftritte und Einladungen. Es gab schöne und turbulente Augenblicke, die ihr gemeinsam gemeistert habt. Ein tolles Elternteam stand an eurer Seite. Nicht zu vergessen unsere Betreuerin Irmgard, die tatkräftig mit unterstützt hat. Ein riesen Dankeschön an euch alle hier. Bleiben. Unser Kutscher Helmut, der einfach immer zur Stelle war, egal für was. Und die Ersatzfahrer Dani und Werner. Wir, die Prinzengarde, möchten sich bei euch allen bedanken. Dankeschön. So, und damit ihr, auch für euch haben wir uns natürlich was einfallen lassen. Ich möchte jetzt auch die Irmgard mal bitte mit hier vorne her bitten. Einfach mal Eis fallen. Lass mich wieder ein. Ja, natürlich. Liebe Hannah,
eine Erinnerung für dich, dass du immer an deine tolle Zeit als Prinzessin denkst. Doch. Hey! Vorsicht, das ist Glas, Schatz. Ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Also, es ist heute kein Acryl. Das ist Glas und das ist mit einer Lasergravur eingearbeitet. Auch dir, liebe Nicole, vielen, vielen Dank. Eine kleine Erinnerung. So, Alina. Komm auf, du bist so geil. Auch dir. Vielen Dank. So, lieber Timo. Ja, dieses Jahr auch für dich sowas nochmal. Eine Erinnerung für mich. Ja. So, und dann haben wir noch was für. Ich glaube, ich hänge dann klar. Pass auf, ich nehme das jetzt ab, das Papier vergeben. Ja? Liebe Irmgard. Die Hanna möchte sich jetzt persönlich bei dir bedanken. Nee, ne? Erzähl selber. Komm mal. Jawohl. Ja. Nein. Aber wir haben noch eine Überraschung für euch alle. Wir haben uns überlegt, ihr geht ja alle so gerne schwimmen, ne? Ich habe jetzt keine Gutscheine gemacht, weil ich hatte einfach keine Zeit mehr. Die Hanna, die Alina, die Niki gehen zusammen mit Fahrer Helmut und Ersatzfahrer Dani ins Aqualand. Da dürft ihr euch einen Tag aussuchen. Unser Ersatzfahrer Werner, wir haben für dich... Der darf hier abholen. Ja, das ist gut. Also, lieber Werner, für dich haben wir einen Kasten Bier bei dir im Auto stehen. Wollen wir dich mit hier reinfahren? Aber wir wissen ja, dass du schon mal gerne ein Bierchen trinkst. Echt? Ja. Ja, darfst du allein, darfst du auch welche einladen, wir kommen auch. Ja, okay. Ja, danke. Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Alles gut. Ja, ja. Schickt ihr mal euren Eltern. Wir schauen. Papa sitzt ja hier. Bitte noch. So, dann fange ich mit der Page 1 an. Alina. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich nehme da auch den Orden ab. Für dich ist dieses hier. Danke schon, Alina. Das war gut, Peter. Du bleibst. Dann kommen wir zu der Page Niki. Für dich auch. Ihr habt das wunderbar gemacht. Ja. Ja, und ich auch. Du bist das Nesthäkchen. Ja, so ist es nun mal, Schatz. Einer muss es sein. Na ja, ruf den Bock auf. So, Hanna, jetzt bist du fertig. Auch an dir, eine Geschichte habe ich dir ja schon erzählt, was mich am meisten imponiert hat. Und das war, wie man in der Kirche war. Man kann einiges üben. Aber der Schwarzbett-Pastor, der kann man nicht üben. Und ich sage es, wie du dem Pastor, das Mikro ist der Hand gerissen, hast. Ne? Du sagst, oh, die Kirche ist jetzt mir, bei der Karnevalsmesse. Ja. Und zum Schluss, wie jedes Jahr, schon Kind wieder. Helm ab zum Gebet. Bruder, Bruder. Ich ist er weg. Gott sei Dank, nicht nee, Timo. Deine. Timo! Ja, ja, die geht nur noch in die Runde. Das kommt ja jetzt in 5 Minuten, wenn wir den Nubbel verbrennen. Dann noch einmal auf die tollsten Kindertolitäten von Gloyal, Dreymor Gloyal! Hallo! Prinzessin Hanna! Hallo! 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 Zieht euch warm an, jetzt kriegt der Nubbel den Rest. Peter! Peter! Ach, Moment! Nein, Moment! Ihr habt ja hinter euch, sitzt der Klaus-Dieter Lauenroth.
Ich gehe auf. Von der Braut ums Leben gehört? Ja, nee, das muss mir gehen. Ah, alles klar. Okay. Ihr kennt den Klaus-Dieter ja alle. Nee, ganz lang, das geht ganz lang. Ihr kennt den Klaus-Dieter ja alle. Da ist wieder eine oder andere Überraschung gut. So, ich komme damit vorhin vor. Ich habe mir sagen lassen, hat auch jetzt wieder eine dabei. Ja, ich bin ja eigentlich ganz kurzfristig eingeladen worden, eigentlich auf euren großen Montagszug mitzufahren. Da habe ich gesagt, ich habe mir jetzt überlegt, soll es nicht, ja oder nein. Ich sage doch, ich tue es. Aber ich möchte was sagen. Vor 50 Jahren war ich selber Kindertollität in Opladen. 50 Jahre her. Und ich kann sagen, Karneval fahre ich genauso noch heute wie vor 50 Jahren. Zwar hatten wir damals weniger Auftritte wie heute, aber es hat Spaß gemacht. Es gab auch ganz andere Sachen, aber wir waren ja bei der Kostümparty, haben einen Startschuss begonnen. Und ich habe ja heute auch schon erfahren, ihr habt ja auch schon kräftig gesammelt. Und ich möchte heute die Sammlung weiter aufstocken. Ich sage noch nichts was. Die Rolle könnte sehr wertvoll sein, man weiß nicht. Ja, da ist bestimmt was dran. Die Rolle könnte sehr wertvoll sein. Ja. Könnte. So. Genau so machen wir das. So machen wir das jetzt. Spannend. Genau. Kann ich dir mal was helfen? Ja, nein, na so. So halten, ja. Du nimmst es mal hier. So, und wir rollen es weit auseinander. Kann mal jemand ein Foto machen oder so, bitte? Ja, ja, dabei. So. Kann man die Kamera an? Sollen wir die irgendwie drehen? So. Ich darf euch sagen, es steht hier drauf, Braut und Pflege, Bild und Ton, Sozialjek, Kunterbund vernetzt, Köln. Der 15. und 16.02.2015, das waren die letzten zwei Tage. Für die Kindertollitäten, Kostüme 2016, überreiche ich euch heute eine weitere Spende in Höhe von 222 Euro und 22 Cent. Teures Papier. Vielen Dank im Namen der zukünftigen Kindertollitäten. Für die nächsten 9 Jahre wird das ja die Ornate werden, wenn wir Glück haben. Ganz toll. Dankeschön. Ja, ich würde mal sagen, das ist im Sinne noch nicht alles, aber ich habe ja gesagt, wir legen noch einen drauf. Wir werden irgendwann auch noch mal einen drauflegen. Das ist noch nicht die Summe, die wir entschieden haben. Wir haben Sommerfest. Es kommt noch, wir legen noch mal was richtig drauf, dass wir sagen, wir bleiben bei einer närrischen Zahl. Super. Ich weiß es. Okay. Aber nur noch nicht heute. Ja, euch. Hallo, danke! Dass ihr jeder von dem ganzen Geschehen, was passiert ist, auch halt von eurer Proklamation und wo ihr überall wart, wo wir mit der Kamera da waren, dass ihr davon eine Doppel-DVD kriegt, die kriegt ihr auch. Nur ich war auch die letzten Tage auch ein bisschen angeschlagen. Da habe ich schon überlegt, ja, Video zu machen oder mal ein bisschen auch fit zu werden, damit ich das machen konnte. Ja. Super. Also die kommen dann auch. Die wird nachgeliefert. Die kommen noch, weil die anderen haben noch keinen bekommen. Die anderen haben auch noch keinen. Klar, darf ich das Band da wieder haben? Ja, selbstverständlich. So, dann macht euch fertig, zieht euch Jacken an und dann gehen wir raus zum Nubbel, ja? Danke. Ja, das ist gemeint.